Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Division. Heute mal aus der Dark Zone. Der Curry und ich sind in der Nähe des Times Squares in die Dark Zone reingegangen. Tut das nie, liebe Freunde. wir sind jetzt in der Spielklasse 1 bis 14. Wir sind Level 5, weil wir einfach mal in so einen krassen Konflikt geraten sind. Und jetzt müssen wir gerade versuchen, mal zu dem Standard-Eingang zu kommen. Wo hast du dir was markiert? Ja, hier. Komm mit. Also, Dark Zone ganz kurz erklärt. Wenn man hier Loot findet, muss man diesen zur Abholstelle bringen. Ihr seht, an meinem Rücken habe ich einen kleinen extra Beutel an meinem Rucksack befestigt. Da ist nämlich Material drin und das kann ich jetzt nicht einfach so mit rausnehmen, weil wenn ich das tun würde, würde es direkt zerstört werden. Ich muss es also zu einer Abholzone bringen und das dauert um die, ich glaube, eine Minute oder zwei Minuten, ich weiß es gar nicht. Oh, guck mal hier, Curry, hier können wir reingehen. Okay, Alter. Boah, ist schwer. Warnung, Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. Dark Zone Zone 2, ne? Genau, und dann gibt es hier solche Kisten und so weiter, die können wir noch nicht looten, weil wir natürlich noch ein relativ Low-Level sind. Dark Zone Rang 30? Ja. Ziemlich verarscht. Ja, wir müssen erstmal in das Gebiet kommen. Warte mal, ich guck mal kurz auf der Map. Hier hat man doch immer eigentlich so eine Übersicht, wo man gucken kann. Ja, haben wir. Ah, wir müssen Dark Zone Zone 1. 10? Wo ist sie? Ah, ganz unten. Ja, da müssen wir in Stufe 10. Genau. Das ist unser Ziel. Alter. Und, ja, Freunde, genau, man findet dann hier den richtig guten Loot, den man dann auch in der Singleplayer-Kampagne bzw. im Koop von The Division einsetzen kann. Und ja, wenn man das getan hat, dann hat man auf jeden Fall richtig guten Loot und richtig starke Waffen. Und wir haben die Dark Zone bis jetzt gemieden, weil wir uns ein bisschen mit der Story auseinandergesetzt haben. Und da wir jetzt gerade aber mal sowieso mal ein bisschen hier über den Tellerrand von The Division gucken wollten. Und weil viele gesagt haben, wir sollen mal in die Dark Zone gehen, haben wir das jetzt einfach mal spontan gemacht. Ob das so eine gute Idee ist, wenn wir hier sind. Curry, guck mal, wir können hier durchgehen, Curry. Komm mal her. Wo? Oh. Lass nicht über die Straßen gehen, sondern immer die Seitengassen. Okay. Oh, wir können hier hoch, guck mal. Ja, das ist eine Abwurfstelle, ne? Okay, dann gehen wir doch nicht hoch. Die kennen wir ja noch. Ja. Aber die Dark Zone ist, glaube ich, größer als in der Beta, ne? Ja, ja, klar. Also die Zonen, die da sind jetzt alle verfügbar, ne? Vorher waren nicht alle verfügbar. Aber hier waren wir schon mal drin in der Dark Zone Zone. Die kenne ich noch. Aber das lassen wir gerade mal. Wir gehen mal wieder in Zone 1. So, und hier gibt es natürlich, wie ich schon gesagt habe, andere Spieler. Ja, die natürlich auch unseren Loot wollen. Aber es gibt auch Friendly-Spieler, die natürlich wollen, dass man gemeinsam andere Gegner erledigt und so weiter. Aber das ist immer eine Sache, wie bei der Sie, um das einzuschätzen. Curry und ich, die Elite-Einheit, willkommen. Irgendwas ist da vorne los. Ja, ich hab's auch gerade gehört. Links, links. Da, das sind andere Spieler. Okay, dann gehen wir da mal dahin. Was liegt denn hier? Guck mal, hier ist ein Rucksack. Hä? Boah! Oh, Alter! Was war das denn? Alter! Was ist eine Falle? Keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall ist da vorne ein Spieler. Ich hoffe mal nicht, dass er auf uns ballert. Das sind zwei Spieler sogar. Nee, drei eins, Spieler. Zwei, drei. Wir folgen die mal. Okay. Das sind keine abtrünnigen Spieler, die noch keine Leute gekillt haben. Genau, abtrünnig, hat der Curry gerade gut erwähnt. Das ist, sobald man Leute gekillt hat, wird man abtrünnig. Dann steht da eine Markierung drüber. Das bedeutet dann, dass andere Spieler es sehen. Und alle Spieler sehen dann auf der gesamten Karte, dass es abtrünnig ist. Und es gibt verschiedene Level, ja, der Abtrünnigkeit. Ich hab mich mal freundlich vorgestellt. Boah, Alter, was hat denn hier? Ach, die Tankstelle. Die Military-Rüstung. Oh, die Tankstelle, stimmt, die kennen wir noch. Ja. Die tun uns aber nichts, sind nette Menschen hier. Ich hoffe. Kann man noch mal reden mit denen? Ich weiß es gar nicht. Boah, Alter. Halt mal, ich guck mal ganz kurz in den Einstellungen. Ah, die ballern hier voll rum. Ja, lass ja doch, solange die uns nichts tun. Ah, da sind Gegner. Muss natürlich aufpassen, dass du nicht aus Versehen die anderen abballerst. Wir drücken C, okay. Ja, aber Hallo? Ich höre die ja nicht mal. Hallo? Hört man mich in Game Curry? Ich hab dich auf stumm gestellt, also ich werde dich nicht hören. Die fallen hier und ich guck gerade hier einfach die Steuerung durch, auch gut. Warte mal. Bettbefehl. Zum Reden drücken C steht hier. Wow, wow, wow. Bettbefehl. Aua! Alter. Ist das denn irgendwo ein Sniper oder so? Ah doch, ich hab sie gerade gehört. Yeah. Ach so, mich hört man. Ich laber die ganze Zeit. Ja. Haben die dich denn auch gehört? Ja, warte, ich mach das. Deswegen, deine Stimme ist
etwas bekannt. Aber ja, wie? Warum höre ich die denn nicht? Ich mach da mal aus. Nee. Ich höre dich gar nicht. Ja, weil du mich auch auf stumm gestellt hast. Nee, hab ich gar nicht. Hab ich nicht gemacht? Ja, natürlich. Ich habe dich nicht zu Beginn auf stumm gestellt, das weiß ich, 1 Million %, weil bei mir war das ausgegraut, deswegen habe ich mich da noch gefragt. Audio, Push to Talk anmachen. Audio Push to Talk, okay, warte mal. Ja, wo ist denn diese Taste Push to Talk? So, zack. Hallo? Ich weiß es nicht. Ja, wo hast du es denn jetzt eingestellt? Auf unter Audio, habe ich doch gerade gesagt! So. Hey, das ist bei mir ausgegraut, warum kann ich da nichts machen? Ich hab doch ein Mikro. Hast du dein Mikro auch eingestellt? Ja klar, Mikro steht doch hier, aber so. Hä? Hallo? Hör dich nicht. Mikrofon hier. Aktiv. Achso, alles klar, okay. Ja. Funktioniert die Taste? ich glaube, die funktioniert. Ja, das läuft. Warte mal, tut mir leid, Leute. Aber Dennis hat irgendwie Probleme, der kann irgendwie nicht sprechen. Hä, hey, wieso Dennis? Wissen die, wer du bist? Ja. Guck mal, ob dein Mikrofon an ist. Du sollst gucken, ob dein Mikrofon an ist. Arsch mich, ich rede doch gerade damit. Also er spricht ja mit mir, aber er kann im Spiel kann er irgendwie nicht sprechen. Ja, entweder ist ausgegraut. Der Option unter Audio das Mikrofon noch aus oder er hat die Taste noch nicht zugewiesen. Er hat die Taste noch nicht zugewiesen. Wo mal, welche Taste ist das denn? Push Talk oder nicht? Also es ist ausgegraut bei dir in den Einstellungen. Genau, also alles ab Gruppenlautstärke ist bei mir ausgegraut, also ob der mein Mikrofon gar nicht erkennt. Warte mal, Mischung. Deswegen konnte ich dich auch nicht Dingscurry vielleicht. Ja. Aua! Alter! Was geht denn hier ab, Alter? Was jetzt? Ich stehe in der Luft! Hey, was nein, Mann. Ach, du bist. Danke! Danke, ich will dir aber irgendwas sagen, aber es geht nicht. Scheiße, Mann, ich will. Wieso geht es nicht? Aber ich hab dich doch im Spiel gehört vorhin die ganze Zeit, bevor ich dich schon gestellt habe. Aber Alter, jetzt reicht's. Da kommt noch mehr. Jetzt haben wir einen Punkt angekommen, da reicht's. Warte mal eben. Verwirrung. Ich glaube, sonst sind alle down, ne? Hat Ubisoft jetzt mein. Hab ich das vielleicht bei Uplay ausgestellt? Kann das? Das kann sein. Ich weiß nicht, ob das geht, aber es kann sein. Okay, warte mal, das ist eine Bergung, ne? Dann kann ich immer meinen Loot hier wegbringen. Dein Loot! So, gute Nacht! Ah, das ist zu spät. Ah, der Helikopter ist noch da. Ah, ich schaff's noch 10 Sekunden. Ich hab auch Loot! Ich will mein... Ah, ne, ich hab gar kein Loot. Lass mich! Hä, die schießen auf dich, Alter! Ah, ich hab's geschafft. Hä, die haben auf mich geschossen! Warum? LOL! Egal, mein Loot ist trotzdem weg, ihr Loser, Alter. Guck mal, wie ich auf dich einschießen. Du Hurenbock, Alter. Hey, was sind das denn für Assis? Nee, das war ein Typ, der gehört ja, da nicht zu. Gesagt, ne, ja gut, dann geht's jetzt los, Alter. Jetzt so. Leute, werdet ihr er meint, der hat dich abgeschossen, weil er deinen Namen kannte, Dennis. Ja, das ist ja sehr nett. Ist halt ein bisschen bekannt. Ja, warum, also wie gesagt, warum es jetzt nicht funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Eigentlich konnte ich immer reden in The Division, aber irgendwie... Nicht mehr. Ja, Dennis kann auf jeden Fall immer noch nicht reden und jetzt müssen wir warten, bis er wiederkommt. Kommst du jetzt zu uns? Ja, Moment. Okay. Ich werde mir diese kleinen Striche jetzt auf jeden Fall holen. So. Wenn's du weißt, Daddy is coming, zu welchen Ausgang er kommt, kann man sich da hinstellen und warten. Ja, ich sehe ihn schon. Also wir könnten da hinrennen, aber da sind auch die anderen gerade hingerannt. Deswegen weiß ich nicht, ob das... Da vorne laufen die nämlich. Dennis, ich glaube, du läufst ihn gerade total wieder in den Weg. Ja, bringt ja nichts. Wie hieß? Ich weiß ja, wie der Typ hieß. Das sind drei Leute, die sind abtrünnig. Die kommen jetzt genau auf dich zu. Oh, der kommt auf mich zu! Ey! Oh, ich seh die. Du Peniskopf. Die wollen mich. Jetzt wollen die mich. Die wollen mich. Ihr seid Assis. Lass uns zurückziehen, oder? Das bringt doch nicht, oder? Lass zurück. Die töten die jetzt. Du willst die... Okay. Wow! Der Loser, Alter. Ihr seid so gut wie tot. Die haben eine viel höhere Dings als wir, oder nicht? Ja, so viel Energie. Okay, Dennis ist auf der anderen Seite der Straße. Stirb! Stirb, Mann! Komm. Alter! Ja, das weißt du, erst angreifen, dann abhauen, oder was? Einen haben wir getötet, ne? Oh, fast! So, der eine ist fast down! Hat getötet. Den hole ich mir. Weißt du, erst draufgehen und wenn du merkst, dass sie nicht gegen ankommen, ne, wegrennen. Links noch, links. Ja.
drauf! Bäm! Oh Mann, mich hat's Curry. Hol mich. Ich brauch Hilfe. Oh. Boah, Alter. Ja, Curry, okay. Hol mich! Ja, wie soll ich. Ich bin gerade fast tot, Alter. Was soll ich machen? Du hast volle Energie. Ja, aber hier steht ein Geschütz. Oh, der holt mich. Oh, da stand Geschütz. Okay, Leute, lass ihn noch holen, dann haben wir's. Sind noch ein Abtrünniger. Ja, Mann. Bam. Aber wie geil. Ey, alle Abtrünnigen tot, ey. Nice. Ja, sind immer noch welche, warte mal. Weißt du, so dritt auf uns raufgehen und ja. wenn sie merken, dass sie nicht gegen ankommen, weggelaufen, ne? Das sind die ja, richtigen. Mal, hier war doch gerade noch einer. Okay, da ist noch einer. Reicht, Alter. Wir hatten halt. Lack dich kaputt, Mann! Oh. Alter, wir haben dich. Oh. Easy. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es geklärt, oder? Agent, ey. Mein Gott, was ist denn hier los? Aber geil, Emma, wir haben einfach Rache geübt. Ja, so muss das sein. Yeah. Okay, was habe ich denn? Mega cool. So, warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich würde ja gerne mit dem reden, aber ich kann nicht. Lass ihn mal in unsere Gruppe ein, Curry. Okay, warte mal. Er kann zu uns gehören, ein Teil der Armee sein. Kann ich gar nicht. Ich kann ihn gar nicht in die Gruppe einladen. Wer lade ich denn ein? Was ist der denn da? Kann ich den einladen? In die Gruppe einladen? Ja, mach das mal. Aber siehst du, Curry, ich kann dich nicht muten. Es geht nicht. Okay, der ist drin. Das ist voll komisch. Hallo? Guck nochmal, ob ich es jetzt kann. Nee. Ich höre den jetzt aber auch, ne? Ja. Und du hörst ihn nicht? Nein. Dann hast du wahrscheinlich wirklich bei Uplay deaktiviert. Kann ich das öffnen? Wir öffnen den nochmal Uplay. Shift F2. Wie kann man das da mal Einstellungen? Einstellungen. Mikrofon hat er doch. Sprachchat aktiviert. Boah, da habe ich mich erschrocken. Hey, da ist bei mir aber kein Häkchen und ist trotzdem aktiviert. Okay. Schwierig. Weiß nicht, woran das liegt. Jetzt mal gucken. Ah, warte mal. Ich glaube, jetzt geht's. Fine Tuning. Es geht nicht. Keine Ahnung. Muss ich mal neu starten, das Spiel später. Kann man irgendwie schreiben, chatten? Nee, geht auch nicht. Wie ärgerlich. Dann musst du mit. Du bist unser Sprachrohr, Curry. Okay. Cleaner. Okay, Dennis kann gerade nicht sprechen. Irgendwie müssen wir gleich mal gucken. Weiter geht's. Och, also, du Scheiße. Also, wir spielen gerade mit einem, jemand, den wir einfach mal so kennengelernt haben jetzt. So lustig. Der hat uns geholfen. Ja. Oh, der ist. Ach nee, da ist er noch. Alles wir klar. Wir holen uns die, komm. Hier wird nicht mehr gesäubert, Cleaner. Aua. Ich hab noch eine Granate. Hallöchen. Auf da, yeah. Bam. Ist noch rechts der Typ. Ah, da sind ja noch mehr. Boah. Der sprayt mir mit der Shotgun in die Fresse. Mit welcher denn? Was hat der für eine Waffe? Alter, das ist geschützt. Nice. Okay, nice. Ja, Level Boah. Up in der Dark Zone. Huiui. Das ist gleich mal echt eine Abholzone hier. Ja, sollten wir mal machen, ne? Ja. Was zum Viertel hier, ey? Ist hier einer in der Nähe? Ich weiß nicht. Guck mal hier, ja, ob der in der Kiste drin. Hab ich markiert. Dann die Kiste da vorne sind wieder Gegner. Pass auf. Ja. Sollen wir die mitnehmen? Ja, komm. Okay. Das, die schießen aber gerade auf andere. Ja, yeah, Rang 9. Nice. Sauber. Sauber, Leute. Wir rasieren hier. Ich hab eine neue Waffe. Oh, oh, oh. Sniper. Sniper wollte ich gerade sagen. Sniper. Okay, vorsichtig. Guck mal, ob ich mich um den Sniper kümmern kann. Komm, zeig dich. Bamala! Deckung. Ich muss nachladen. Nice, Alter, wie viel Schaden der Toichi macht. Ja, der ist voll krass. Bam! Alter, warte, hinten. Leute, der steht hier einfach rechts. Okay, haben wir hier noch einen? Ja, ich glaube nicht, oder? Hier willst du zur Abholzone? Ja. Boah! So krass, die Dark Zone. Alter. Ich hab aber geil. Ja. Geil. Geil! Ja, mit dem Mikro, ich werde auf jeden Fall mal gucken, was das Problem ist. Ich kann es euch gerade nicht sagen, aber dafür geht die Folge natürlich ein bisschen länger. Oh, da oben.
Oh, oh. Alter, der jumpt einfach von der Tankstelle runter, alles klar. Auf jeden Fall. Oh. Oh! Boah. Alter. Nice. Zack. Boah, wie wir hier gerade rasieren. Sehr gut. Vernichten gerade hier in New York. Bam. Da ist noch ein Sniper, pass auf. Wo ist der oben? Nee, ich hab keine Ahnung. Hier, bei mir. Ja, was ist jetzt los? Hab ihn. Was denn? Kommt einer so, what's up, guys? Schade, Mann, ich will auch mal hören. Okay, wir müssen zum Abholbereich, ne? Sicher, okay. Willst du das jetzt machen? Ja, auf jeden Fall. Und, wow. Oh, guck mal, der hier. Boah, der sieht ja killer aus, ey. Okay. So. Okay, wir brauchen den Hubschrauber. Okay, hol mal das Ding. Ich hol den Hubschrauber, Curry. Okay, hol's! Jetzt wird's knifflig. Okay, 1-8. Okay, safen. Okay, safen, Leute. Okay, jetzt ran an die Buletten, Leute. Puh. 1-20. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, kommt der Hubschrauber. Wir können unseren Stuff dran pfeffern. Und dann haben wir den... Zatoiki ist auch dabei. Oder wie man auch immer man ihn ausspricht. Ich weiß es nicht. Cool, dass du dabei bist. Wie gesagt, tut mir leid, dass wir nicht mit dir da quasseln können. Oder ich zumindest. Da kommt jemand schon da hinten. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Das ist er, ne? Das ist er, einer von uns. Das ist der Zatoiki, ja. Warum wird denn der Zucchini nicht cool angezeigt? Der ist doch in unser... Egal. Ne, irgendwie nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, der ist rausgegangen. So, krass, stimmt. Jetzt schießt er uns immer nach oben, pass auf. Das wäre echt der Hammer, Alter. Ja, das wäre Dark Zone Atomist. Okay, 43, 42. 40 Sekunden, komm. 41. Komm. Ihr safe das hier gerade ab. Lass uns da mal kurz in der Zeit alles nach. Safen. 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 25 Sekunden noch. Okay, das sieht doch gut aus. Wir haben's gleich. Der Sheriff hat gleich seinen Shit am Start, Mann. Der Sheriff, ey. Ja, ich bin der Sheriff, ey. Wo ist denn dein Sheriff-Stern? Hab ich hier, kann vorbeigucken. Alter, hinter uns! Was? Nicht ernsthaft. Doch, und wie ernsthaft? Beginnen Ladungsaufnahme. Ja, wow, jetzt wo der Heli kommt, oder was? Komm. Haben wir schnell down. Alter, der eine wird mit dem Basic verprügelt, ich häng meinen Scheiß ran! Okay, ich hab's. Hauptsache dein Loot, weißt du. Okay, warte. Okay, ich häng dran, wir hängen dran. Ich hab noch was, warte mal. Zack. Jo, man, noch was dran hängt, ja! Bestätigt! Er hängt da 5000 Taschen, ey. Voll süchtig, ey. Okay, da kommt noch einer. Paket gesichert. Bam! Yeah! Das hier ist Hoheitsgebiet, hau ab! Jetzt haut er ab, weißt du. Hab ihn. Jawohl! Was hab ich jetzt bekommen? Hä? Aber wäre schön, wenn er mal irgendwo stehen würde. Sehr schön, Leute. Sehr, sehr schön. Okay. Dark Zone Action erledigt. So, wir können ja mal uns das Gebiet ein bisschen hier angucken. Gibt hier ein paar Straßen. Wo willst du hin? Was willst du machen? Was hast du vor? Checken, komm. Hast du schon markiert? Ah, alles klar. Ah, ist hinter uns, oder? Ja, hinter uns, ja, ne? Ja. Okay, ab geht's. Ab zum Wahrzeichen. Da wird richtig kräftig geballert. Über die Leiche. Achso, Chinatown hier, oder was? Ja. Koreatown, ne, nicht Chinatown. Koreatown. Ah, hier waren wir was hier schon. Boah, hier hört man auch. Alter, was geht denn da vorne ab? Da hier rein. Hier! Komm, wir machen uns noch Dark Zone Level 10 heute. Alter, was ist hier denn los? Holy moly, ja, wollen wir mal mitmachen bei der Party. Wir sind zwar nicht eingeladen, aber wir machen einfach mit. Brauch keine Einladung. Denn wir sind die Party. Alter, Kaup, das ist eine mega fette. Einen hab ich. Warte, einer kommt da vorne. Blende. Und jetzt drauf. Oh. Bäm! Ah! Granate! Scheiße! Ja, auch auf mich! Ich geh mal zurück. Bisschen zurückziehen. Okay, Dennis, pass auf. Zack. Alter, was geht hier gerade ab? Ein bisschen Leben. Boah, das ist ja mal das. Ich fühle mich, als wäre ich 12 Jahre alt. Wieso? Das ist so jung, ey.
Ich fühle mich so jung. Okay, meine Muni ist fast in allen Waffen leer. Geil. Komm, den holen wir uns jetzt. Komm, go, 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 go. Das packen wir noch. Jetzt noch den da vorne. Dann haben wir's. Boah, ich muss mal Deckung wechseln. Boah. Wow, 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 der kommt. Was ist denn zu denn, Alter? Komm, den haben wir, Scheuer? Den haben wir. Ich habe keine Muni mehr in der Waffe. Okay, links. Start nach. Was, Mann? Wow, 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 wow. Bam, nice. Wow, Feuer. Feuer. Boah, wie viel Loot hier liegt, Alter. Hier fliegt uns alles um die Ohren. Der Cowboy, komm, nur noch der Cowboy. Ja. Yeehaw! Oh, wir haben Unterstützung von jemandem, glaube ich, hier. Yo, wir haben, hier ist noch ein anderer Spieler. Nice. Bam! Yeah, ja, Mann! Was für Loot! Alter! Alles mitnehmen, Freunde, alles mitnehmen! Juhu! Juhu! Eine Militärhose habe ich bekommen, go, go, go! Boah, ich habe so viel Stuff jetzt hier. Ey, Dennis, wir müssen das alles wegbringen! Ja. Hat der Cowboy. Okay, ich kann deinen Namen nicht aussprechen, deswegen nenne ich dich einfach Zucchini jetzt. Yo, Mann! Boah, ich bin voll! Boah, ich hab. Ich bin voll! 7. Oh, ist das hier ein Riker? Zato, nee, Zato, der hat nur eine Hose an, okay. Okay, okay, Zato, alles klar. Okay, wir müssen nochmal zum Abgabepunkt, Cory. Ja, go, go, go. War hier, ne? Hier mit unseren gelben. Ich glaube dann rechts, oder? Ja. Rechts war das dann. Ja, Leute, wünsche ich euch noch mehr Folgen. Mega. Und dann macht doch mal ein dickes Däumchen nach oben. Dann gibt's das in Kürze auch. Ja, wir werden aber natürlich links auch noch die Story spielen. Dark Souls sind wir Level 10 jetzt. Alter, wie schnell das geht, ja, ne? Aber wir hatten auch mega, eigentlich, ich sag mal in Anführungszeichen, hat man mega Glück, weil wir nämlich in dieses schwere Gebiet reingekommen sind. Ja, ist echt so. Sind. Zato hier, ne, hat uns ein bisschen unter die Arme gegriffen. Ja, ohne den, ey, hätten wir die Puperz aber richtig so am Dampfen immer. Auf geht's! Der Curry feuert ja einen Strahl ab. Okay, alle hinter, guck mal. Okay, hier, der, also, wenn wir das jetzt noch nach Hause bringen, ne? Oh mein Gott, ne? Wie geil, Mann. Boah, ich zappel schon am ganzen Körper. Jetzt kommt der Überfall. Zato rasiert uns jetzt rein. Ja, alles tot, alle tot, weißt du. Okay. Oh, da kommen sie. Wo, wo, wo? Ich hab vor allem keine Muni mehr. Doch, jetzt hab ich. Mein Geschütz kümmert sich drum. Ey, da haut mein Geschütz kaputt. Alter, was macht der denn? Hast du gesehen? Ja, ja. Haben wir. Mein Geschütz hört sich übrigens an wie ein Rasenmäher, finde ich. Bam. Komm, Leute. Wir packen das. Eine Minute noch. Etwas weniger. Yeah, Mann. Wow, ich werde angeschossen. Shit, shit, wir shit. Wir haben's. Aua. Hier ist ein Sniper, pass auf. Deckung, Deckung, Deckung. Du hast fast kein Leben mehr, Dennis, komm her. Okay, Zato, okay, kümmert sich drum. Okay, Zato, Mann, du bist unser Mann. So? Ja, der hat gesagt, ich soll den Zato nennen. Okay. Also, wenn ich möchte. Yeah. 25 Sekunden. Okay, Mann, wir bringen den Braten nach Hause. Ab 25 in den Ofen. Sekunden. Wir packen das. Helft dem Zato mal eben. Jetzt hat nicht hier kommen welche. Nee, doch nicht. Aua. Zato. Jetzt. Jawohl. 6 Sekunden. Hinter uns, hinter uns. Ah, da ist ein, da war ein Spieler Hilfe. Lass ihn wiederbeleben, komm. Mach, mach, mach. I got you, buddy. Okay, er hat ihn schon. Okay, hier kommt keiner, oh, mehr. Saven, saven, saven. Okay, ab geht's. Tüte ranhängen da. Yo, Mann. Yo, Mann. Ich hab noch ein bisschen Flaschenpfand. Der nutzt hier noch seinen Moment. Boah, ich will yo, scheiße. Yo, nice, Alter. Nice. Geil. Mega. Oh, 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 oh. Alter. Der haut den Sheriff mit dem Basie. Den Sheriff. Dennis, ich hab dich, Dennis. Putz. Das klappt ja immer besser. Ja, Mann. Und hier liegt wieder irgendwas. Komm her. Wieder Loot. Komm. Ja, wenn die alle hier ankommen die ganze Zeit, ey. Ich box den. Rang 11. Nice. Komm, dann bringen wir das auch noch weg. Was ist hier los? Wir räumen ja richtig auf hier. Bringen wir das auch noch weg. Oh, hier ist ein anderer. Kann schon wieder neu rufen? Das ist ein Abtrünniger. Der ist abtrünnig. Hallo. Wow, wow. Ich glaube, das war aus Versehen. Abtrünnige werden nicht geduldet hier in der Zone, Mann. Der ploppt einfach weg. Das hier ist unser Gebiet.
Willst du nochmal rufen? Ja komm, wir holen den Lachs nochmal, Curry. Ja komm, alles oder nichts. Wenn der Shit schon mal hier am Braten ist. Alter, was ist hier los? Was hast du gerade gesagt? Wenn der Shit schon mal am Braten ist. Sniper bei der Tankstelle. Genau, Gegner. Sniper bei der Tankstelle. Jetzt pass auf, Alter. Ja, ich geh hier rum. Jo, alles klar. Hab ihn. Bam! Nimm mal den Loot damit und dann können, also, wir... Mal, können wir gleich direkt in den nächsten Dark Zone Bereich gehen. Krass. Dark Zone Credits habe ich. Ja, 1400 habe ich schon. 1500 was. Ja, und wir haben ja noch jede Menge Zeugs, was wir gleich noch gucken können, ja, ne? Was das wert ist und alles, ey. 47 Sekunden. Das wird knackig. So, oh, hinten, unbedingt Dings aufsammeln, ne? Was denn? Die ganzen Money auch hier. Okay, da vorne, da hinten ist eine Patrouille. Vier ja, Leute, aber ich glaube, die sind nicht auf uns aufmerksam geworden. Bisher. Ja, der Helikopter kommt in 30 Sekunden. Jo. Ja, die gehen woanders. Ja, lass die mal, lass die mal. Aber ich höre wieder Schreien. Ja, hier schreit überall jemand. Die Seelen der ganzen Stadt. Die verlorenen Seelen. Die wollen raus. Aber, ja. So, wir haben es gleich. Sag mal hier, dass hier Licht aus ist. 7 Sekunden. Ich kann doch nicht dafür sorgen, Licht bleibt an. Ja, das ist Panzerglas. Und Heli, komm! Yeah! Komm, sei mal das Seil da runter. Sei mal das Eil ab, ey. Randa. Randa an die Buletten da. Zack. Yeah! Schön einhaken. So, ich hab schon vor zweimal abgeben, hab ich schon gesagt, Ja. Aber machst du so süchtig. Das ist echt so. Da liegt auch noch was, ey. Haben wir Dark Zone Währung gefunden. Mein Lager ist voll. Zartos Lager ist voll. Geil. Hey Hubschrauber, mach die vom Ackermann, bring den Sale, den Shit nach. Komm Hubi, Schrauber hier. Was? Hubi, hau ab, ey. Von der US-Army. US-Army. Jawoll. Nice. Jo, ich hab einen Kompensator noch gekriegt. Objekte stehen im Lager Geborgenheit zur Verfügung. 1430. Boah. Ja, Freunde, das war eine neue Folge Let's Play The Division. Diesmal in der Dark Zone. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode. Dann geht es natürlich wieder weiter im Story-Modus. Und wir werden später natürlich nochmal in die Dark Zone ziehen. Ja, wenn ihr euch das wünscht, dann schreibt es doch in die Kommentare. Und dann macht einen Daumen hoch. Und vielen Dank an den Satoshini, ja, der uns hier geholfen hat. 206, ja, ein richtig guter Mann. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode. Ciao.